Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, ich möchte heute mal mit euch reden, aber bevor wir das machen, möchte ich euch kurz einmal sagen, wie ihr sehen könnt, ich bin in Ranked. Ich habe zwei Runden gezockt, Ranked 0 bauen. Ich bin mittlerweile Silber 2. Und ja, ich sollte es auf jeden Fall schaffen, bis nicht bis jetzt den Montag, der kommt, sondern in 9 Tagen, also übernächsten Montag, sollte ich es eigentlich bis dahin schaffen, in Ranked, ja, auf Gold 1 zu kommen. Das sind nur noch 2 Level, nicht mehr ganz. Ja, es sind sogar nur noch 186%, ja. Also ein bisschen weniger als zweimal aufsteigen in Ranked. Ja. Ihr bekommt vielleicht noch ein bisschen mit. Ich habe noch eine leichte Erkältung, aber ja, das sollte mich jetzt nicht daran hindern, wieder zu streamen und Videos zu machen. Ob ich morgen streame, Leute, weiß ich noch nicht, aber Video wird definitiv kommen, wenn kein Stream kommt, ja. Dafür könnt ihr zu 100% ausgehen, aber Leute, ich möchte kurz mal mit einer Sache über euch reden, und zwar geht die mir wirklich ans Herz, ja, es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich möchte mich einfach nur momentan bei euch bedanken, denn ihr wisst es nicht, aber ich habe momentan eine etwas schwierigere Zeit. Nein, es hat nichts mit der Arbeit zu tun, sondern es ist was anderes, ja, es ist momentan echt eine schwierige Zeit für mich. Im Generellen momentan, ja. Ihr könnt das natürlich nicht mitbekommen, weil, ja, Leute, ich streame ja, und als ob ich jetzt im Stream über private Sachen rede, also zum Beispiel über familiärische Sachen oder so, mache ich natürlich nicht. Aber Leute, wie gesagt, momentan ist es echt eine schwierige Zeit für mich, und ja, es ist wirklich momentan vielleicht sogar die schwierigste Zeit meines Lebens. Ja. Obwohl die schwierigste Zeit meines Lebens, wenn man es genauer nehmen will, ist wahrscheinlich schon seit 2019. Ja, ja, den Grund, den sage ich jetzt nicht. Ja, aber ich werde vielleicht mal eines Tages euch noch sagen, aber ich werde euch jetzt erstmal nicht sagen, ja, weil ich das nicht für angemessen finde, das hier auf Social Media zu teilen, ja, beziehungsweise auf YouTube. Oder generell, ich weiß es nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt schon zum dritten oder zum vierten Mal, aber Leute, wirklich, es ist momentan echt eine schwierige Zeit für mich. Und es liegt wirklich jetzt, es liegt nicht daran, an YouTube, an dem Hate und so, was damals war, oder an die Sache, die letzten Montag war bei dem no letzten Nullbauen Solo Cash Cup, sondern es hat wirklich mit was anderem zu tun. Und ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken, weil durch die ganzen Sachen, die momentan bei mir sind, ja, weil es mir halt nicht so gut geht, ja, wollte ich mich einfach mal bei euch dafür bedanken, ja, dass ich mich vor allen Dingen mit euch ablenken kann, ja. Es geht mir nicht nur darum, ja, wenn ich Abo-Zocken mache. Es geht mir auch darum, wenn ich zum Beispiel die Cups spiele. Ja, ob es jetzt Solo, Duo oder ob es Abo-Zocken ist. Es geht mir generell darum, ja, dass ich mich bei euch bedanken möchte. Ja, dass ihr erstens zuschaut und zweitens, dass ihr mich dadurch ein bisschen ablenkt zu der momentanigen Situation, die gerade bei mir ist. Ja, und genau das finde ich auch unangemessen, das jetzt auf YouTube zu teilen. Deswegen, ich wollte einfach mal Danke sagen, ja, für die ganzen Leute, die mich unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank wirklich. Und an der Stelle will ich halt wirklich echt Dank, vor allen Dingen auch an die ganzen neuen Leute, die in letzter Zeit auf diesen Kanal gestoßen sind, die den Kanal abonniert haben. Ich merke, wie dieser Kanal Fortschritte macht. Wir haben mittlerweile 1340 Abonnenten, Leute. Und dafür wollte ich mich echt mal wirklich vom ganzen Herzen bei euch bedanken, ja. Dadurch, dass ich jetzt mittlerweile YouTube durchziehe, was ich ja
Ende letzten Jahres angekündigt hatte oder Anfang dieses Jahr, ja, haben wir auch viel, viel mehr Abos gemacht, ja, als wahrscheinlich sogar in den letzten Jahren zuvor. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Abos wir gemacht haben, aber wir haben bestimmt so 200, 300 Abos schon in dem Jahr gemacht. Und das, Leute, vor allen Dingen, das möchte ich nochmal vor allen Dingen ansprechen. Wir haben diese Abos nicht nur durch Abozocken gemacht, ja. Wir haben diese Abos auch durch die Cups gemacht, ja. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, Leute, ja? Weil ich habe es schon mal angesprochen, ich habe es schon öfters angesprochen, in Streams, in Videos, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in Streams. Denn Leute, es wird eines Tages auf diesem Kanal kein Abo-Zocken mehr geben, ja. Warum? Darum, weil ich kann ja schlecht, sagen wir mal, ich habe irgendwann mal 50 Zuschauer oder 100. Ich kann ja schlecht mit allen Abo-Zocken machen, ja. Ich kann Customs machen, ja, wenn ich einen Creator-Code anfordere, ja, aber Abo-Zocken geht da nicht mehr, ja. Und genau auf diese Situation möchte ich euch vorbereiten, ja. Deswegen, wenn wir an die Cups losgehen, werde ich auch wieder weniger Abo-Zocken machen, sondern mehr die Cups streamen. Aber Leute, ich werde noch ein bisschen Abo-Zocken machen. Keine Sorge, es wird noch Abo-Zocken geben, aber vor allen Dingen, weil ich auch Gefallen daran gefunden habe, die Zero Build bzw. Null Bauen Cups zu zocken, ja, kommt halt weniger Abo-Zocken, ja. Deswegen, aber wie gesagt, es ist mir wichtig, ja, euch auf die Situation später einmal vorzubereiten, wenn es kein Abo-Zocken mehr gibt, dass ihr dann noch den Kanal schaut, ja, weil ich hatte schon öfters mal in der Vergangenheit die Situation, wenn ich dann mal kein Abo-Zocken gemacht habe, dass dann gar keiner zugeschaut hat. Und das hat sich mittlerweile geändert. Ja? Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei euch vom ganzen Herzen bedanken. Und ich möchte mich, wie gesagt, auch für die ganzen Abos bedanken. Egal ob Abo-Zocken oder nicht. Aber wie gesagt, ich finde es schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich finde es schon sehr, sehr gut, dass wir mittlerweile nicht mehr nur durch Abo zocken, sondern auch durch Cup-Streams Abos machen. Weil, wie gesagt, ich möchte euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, wenn es dann kein Abo-Zocken mehr geben wird, ja. Aber im Vordergrund steht jetzt noch immer, wie gesagt, ja, oder der Hauptgrund dieses Videos war halt, weil es mir nicht gut geht und dafür möchte ich mich halt, wie gesagt, bei euch bedanken und ja, auf jeden Fall an die ganzen neuen Abonnenten und so auch. Und warum ihr mich dadurch ablenkt, falls ihr euch fragt, ja, weil ich dann auf andere Gedanken komme. Ich kann mit euch reden, ja, ob es jetzt im Chat ist oder wenn ich einen Cup, Duo Cup zocke, kann ich mit euch reden, anstatt jetzt über andere Sachen nachzudenken. Ja. Und dafür wollte ich mich, wie gesagt, gerne bei euch bedanken. Und mein Abo-Ziel für dieses Jahr waren eigentlich die 2K-Abos. Ich weiß nicht, ob wir die noch schaffen. Wenn ich regelmäßigen Content bringe, können wir es noch schaffen. Es sind noch knapp 4,5 Monate. Ja. Und wir haben 1340 Abonnenten. Wird zwar schwer, Leute, aber wir werden uns auf jeden Fall bemühen, diese 2K-Abos noch zu knacken. Aber Leute, diese 4,5 Monate, da wird wahrscheinlich noch was zwischenkommen, worüber ich euch aber informieren werde, wenn es dann soweit ist, ja, wenn ich das genaue Datum weiß, ja, und ja, ansonsten, wie gesagt, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf jeden Fall ablenken tut von der momentanen Situation, die bei mir privat ist, ja, nämlich dadurch, dass ihr in den Stream seid und, ja, vielen, vielen Dank, ja, und, ja, auf jeden Fall. Das war's dann von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Ja, und für die Leute, die natürlich schon abonniert haben, Leute, lasst sehr, sehr gerne ein Like da, ja, damit dieses Video so viele Leute wie möglich sehen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann morgen entweder zum Stream oder zum Video. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.